Die Bundesregierung rechnet wegen des Ukraine-Krieges mit spürbaren Belastungen für die deutsche Wirtschaft. Das schlägt sich auch im veranschlagten Wirtschaftswachstum nieder. In der heute von Bundeswirtschaftsminister Habeck vorgestellten Frühjahrsprognose wird nur noch mit einem Wachstum von 2,2% in diesem Jahr gerechnet. Im Januar hatte die Bundesregierung noch ein Wachstum von 3,6% erwartet. Zudem geht Habeck wegen der stark gestiegenen Energiepreise von einer Inflationsrate über 6% für das Jahr 2022 aus. Ja, die Gaspreise bleiben auch weiter unter Druck, denn Russland hat seine Lieferungen an Polen und Bulgarien vorerst gestoppt und damit für einen Anstieg des Gaspreises gesorgt. Als Grund gab der russische Staatskonzern Gazprom an, beide Länder hätten die Zahlungen nicht wie gefordert in Rubel geleistet. Versorgungsengpässe werden bisher aber nicht befürchtet. Moskau drohte heute aber auch anderen EU-Ländern mit einem Gasstopp, wenn nicht in Rubel gezahlt wird. 8 Uhr morgens, durch die Pipeline Jamal in Polen fließt kein russisches Gas mehr. Russland hat Polen und auch Bulgarien den Hahn zugedreht. Beide aber haben offenbar vorgesorgt. Polen wollte ohnehin bis Ende des Jahres unabhängig von russischem Gas sein. Polen hat sich vorsorglich vorbereitet, seine Gaslieferungen zu diversifizieren und Gas aus verschiedenen Quellen zu bekommen. Seit 1. April verlangt Russland, dass in Rubel gezahlt wird. Die EU aber pocht auf die vertraglich vereinbarte Zahlung in Euro oder Dollar. Damit kann Russland aufgrund der Sanktionen aber wenig anfangen und installierte eine neue Zahlungsmethode. Zuerst Zahlung in Euro und dann wird mit Wissen und Einverständnis der EU-Staaten in Rubel konvertiert. So machen es offenbar Deutschland, Österreich und auch Ungarn. Polen und Bulgarien wollen das System aber nicht akzeptieren. Ein Sprecher der russischen Regierung weist den Vorwurf zurück. Die EU will bis zum Ende des Jahres die Abhängigkeit von russischem Gas um 2/3 verringern. Zusätzlich bereitet sie ein Embargo auf russisches Öl vor. Ja, wie die Anleger auf diesen Lieferstopp reagiert haben, dazu jetzt Anja Kohl aus der Börse in Frankfurt am Main. Ja, die Angst geht jetzt schon um, dass Russland weitere Lieferstopps veranlassen könnte und dass dann möglicherweise auch Deutschland betroffen sein könnte. In Deutschland ist es so, dass die Gasspeicher zu rund einem Drittel gefüllt sind, also nicht ganz so viel ist da drin. Und letztendlich will Deutschland ja bis Mitte 2024 von russischem Gas unabhängig werden. Es hieß immer, schneller geht das nicht. Und insofern wäre es natürlich gravierend, wenn der Gashahn zugedreht würde. Im Moment aber fließt das Gas noch wie bisher nach Deutschland und auch Energieunternehmen wie Uniper, über die ein Großteil des russischen Gases quasi eingekauft werden, sind anscheinend in Verhandlungen auch in Russland, dass da keine Missverständnisse aufkommen, dass man seine Rechnungen wie gehabt bezahlen will und hoffentlich fasst Russland das dann auch so auf. Letztendlich ist es so, die kriegerischen Handlungen verschärfen sich im Osten und im Süden der Ukraine und zeitgleich nutzt eben Russland die Energie als Waffe. Der Gaspreis ist in der Folge aus Angst, dass es neue Lieferstopps geben könnte, deutlich gestiegen heute. Zwischenzeitlich um 20% in die Höhe gesprungen, aktuell um rund 8% nach oben geklettert. Also eine große Unsicherheit hier auch an den Energiemärkten, was die weitere Versorgungslage angehen könnte in ganz Europa. Auf den Aktienmarkt hat das Ganze nicht gedrückt, obwohl sehr wohl die osteuropäischen Staaten auch wirtschaftlich hier in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Und falls es zu einem abrupten Ende von Gaslieferungen nach Deutschland käme, dann ist auch die deutsche Wirtschaft nicht davor gefeit, in eine Rezession zu fallen. Das hat auch Wirtschaftsminister Habeck heute noch mal deutlich gemacht. Der Aktienmarkt, wie gesagt, sehr schaukelig, aber irgendwo stabil bei 13.794 Zählern. Es ist ein kleines Plus von 0,3%, aber es ist, wie gesagt, eine Schaukelbörse derzeit, die überhaupt nicht so genau weiß, wo sie hin will. Bis zu 40.000 Russen hätten ihr Geld über Dubai schon in Sicherheit gebracht und so die Sanktionen wegen des Krieges gegen die Ukraine umgangen. Das schätzen die Grünen im Europaparlament. Das Emirat hatte ja erklärt, sich in dem Konflikt neutral zu verhalten, selbst keine Sanktionen verhängen zu wollen. Das führt jetzt zu einem regelrechten Kauf- und Investitionsboom vermögender Russen in Dubai.